MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jo Leute, was geht bei euch und willkommen zum Star Wars Flash. Wer mein Video namens Darum mochte Jango Fett die Klone nicht gesehen hat, der weiß, Jango wurde auf einem Mond von Bogdan von Count Dooku rekrutiert und für die Aufgabe als Klonvorlage zu dienen auserwählt und massig bezahlt, da er einfach außergewöhnliche Fähigkeiten besitzt und da ja die Klonarmee als Mittel gegen die Jedi gedacht war, hat es auch sehr gut gepasst, dass Jango bereits Jedi umnieten konnte. Doch wusste er eigentlich, dass die Order 66 geplant war und was es damit auf sich hatte? Im Internet wird auf YouTube, Quora und so weiter bei dieser Frage immer diese eine Stelle hier erwähnt. Master who? Cypher Dyas. Is he not the Jedi who hired you for this job? Never heard of him. Really? I was recruited by a man called Tyrannus on one of the moons of Bogdan. Curious. Do you like your army? I look forward to seeing them in action. They'll do their job well. I'll guarantee that. Bei der Stelle wird halt immer so gesagt, dass Jango da so aussieht, als würde er wissen, was geplant ist und er das deswegen so verdächtig sagt, nach dem Motto, die werden ihren Job schon erledigen, keine Sorge. Und das wird halt als Foreshadowing gesehen. Auf Deutsch würde man dazu wohl epische Vorausdeutung sagen. Ein anderer Aspekt ist, warum sollte Palpatine ihm sagen, was damit geplant ist? Das würde einfach nur ein unnötiges Risiko ergeben, dass das irgendwann ein Jedi erfährt oder so, und das würde man, denke ich mal, nicht von so einem gerissenen Typen wie Palpatine erwarten, der alles minutiös durchplant. Außerdem weiß Palpatine ja auch, dass Jango ein Kopfgeldjäger ist und seine Loyalität ist dort, wo das meiste Geld angeboten wird, und somit ist er wahrscheinlich auch nicht vertrauenswürdig, zumindest nicht, wenn es zu so einem bedeutenden Geheimnis wie diesem kommt, wo man halt nicht wirklich was riskieren sollte. Das war jetzt Kanon, kommen wir mal zu Legends, dort gibt es noch einen weiteren Anhaltspunkt. Legends ist ja öfter etwas extremer als der Kanon und so hat halt Jango in Legends 6 Jedi ohne irgendeine Waffe einfach nur mit seinem Körper ausgeschaltet, wie auch immer das möglich sein soll, gut halt nicht alle auf einmal, ist aber dennoch schon irgendwie sehr krass, jedenfalls hat ihn das quasi ein wenig berühmt gemacht als der Jedi-Killer und er wurde halt deswegen als Vorlage für die Klone gewählt, wurde ihm aber wahrscheinlich nicht so gesagt. Aber Leute, was sagt ihr? Ich denke mal, im Kanon wird er es nicht gewusst haben, weil da gibt es einfach nicht genug Beweise. In Legends vielleicht, wenn man bedenkt, dass er einen Hass auf die Jedi hatte, aber wieso sollte Palps da so ein großes Risiko eingehen? Das scheint mir nicht allzu plausibel, aber ihr könnt ja mal gerne eure Meinung dazu reinballern. Ansonsten, Freunde, checkt gerne noch das wirklich aufwendige Abo-Special ab. Das habe ich jetzt letzten Donnerstag gedroppt. Werde ich euch in der Beschreibung verlinken. Dort findet ihr ebenso unter anderem den MMOGA, wo ihr massig beim Zocken sparen könnt, da ihr dort enorm reduzierte Preise für Spiele und Spielwährungen bekommt mit einem Rabatt von mir noch oben drauf. Wenn ihr mich also supporten wollt und gleichzeitig sparen wollt, checkt's ab. Penetriert den Abo-Button, um nichts mehr bezüglich Star Wars in der kommenden Zeit zu verpassen. Haut ordentlich rein und hoffentlich bis zur nächsten Folge im Star Wars Flash.